Mein Name ist Noah. Mein Name ist Selin. Wir sind heute in Boswil und zwar gehen wir heute einem Projekt nach, das wir schon länger geplant haben, für ein Special Piece für die neue Kollektion Sonder. Wir treffen jetzt gerade den Benny in seiner Werkstatt und ja, wir sind gerade hier hingefahren. Es hat hier noch Schnee gegeben über die Nacht. Ja, was machen wir jetzt? Also der Plan am Morgen ist, wir dann zuerst mal alle Flaschen machen, wir haben alle mitgenommen. Dann wir sie lasern und dann alles einstellen, programmieren und auch mit dem Benny anschauen. Genau. Dann müssen wir das Ganze einstellen. Und dann versuchen wir am Morgen alle Flaschen durchzumachen. Plus ein Video dazu. Zu der Produktion, zu der Herstellung der Flaschen. Und dann genehmigen wir uns ein Mittagessen. Ja, genau. Und am Nachmittag machen wir den zweiten Teil vom Reel, den wir dann schneiden für die Flasche, also das Werbevideo. Dann gehen wir noch irgendwo raus in Schnee mit dem Flaschenhalter, der es ja auch dazu gibt. Und dann den zweiten Teil, genau. Ja, wir hoffen, dass es klappt. Wir schauen mal. So. Ja. Der fährt nachher immer so hin und her, wie ein Drucker. Aber vom Prinzip her macht es schon so. Es lasert einzelne ganz kleine Dinge. Ja, aber das ist sehr schnell. Also das siehst du einfach nicht. Es tönt einfach je nachdem, wie viel Herz, also Frequenz das einstellt. Ich würde mir das VPA zeigen oder irgendetwas. Kommt etwas? Siehst du was? Was gibt's? Aha, ah ja. Wenn du da am Boden unten machst, dann hast du wirklich so ein Vierecos angezeigt. Jetzt ist er gerade zuoberst bei der Schrift. Wir haben hier... ich glaube nicht schlecht, ich kann es nicht so gut erkennen, aber ich glaube schon. Die ein bisschen hinten drauf gelasert, aber sonst... Wir haben jetzt... Die Flasche ist schon angefangen. Wir sind schon ein bisschen länger da jetzt. Und das ist so die Testflasche, die wir hatten. Da haben wir, sind wir auch das letzte Mal, wo wir dran sind, haben wir schon alles Mögliche probiert. Es ist sehr schwierig, den Laser einzustellen. Es gibt verschiedene Arten und alles kleine Sachen, die man ändern kann. Zum Beispiel sehen wir hier, das ist irgendwie weisser und das ist so, sehen wir gar nicht so richtig. Da haben wir einmal ein Extrembeispiel. Man sieht auch, die ganze Flasche ist verformt durch das, ist einfach viel zu stark gewesen. Da ist ja fast schwarz. Deswegen haben wir jetzt als allererstes haben wir so ein bisschen die Maschine eingestellt und darauf die Probe Druckwelle machen. Bei dem sieht man, dass wir da wie noch die Streifen zu fest sind. Das ist so der erste, den wir gemacht haben. Und das haben wir jetzt geändert, bis wir schlussendlich unser Ergebnis haben, das uns gefallen hat. Wir haben jetzt auch schon ein paar gemacht. Wie gesagt, wir sind jetzt auch schon 2, 3, 4 Stunden da. Und so sieht nachher unsere Flaschen aus. Wir finden das sehr geil so. Man sieht auch, es ist eine schöne Struktur oben drauf, auch so ein bisschen das Abstrakt passt. Wir machen jetzt die Flaschen fertig. Und dann machen wir gerade mit dem zusammen noch ein kleines Video. Und ja. Voila! Wow! Pass auf, pass auf, Sam! Ich versuche gerade den ersten Twitch-Livestream zu machen. So, wir haben gerade das Mittagessen. Jetzt geht es weiter. Wir haben das 13 gemacht. Und jetzt kommen jetzt noch die weiteren dazu. Und dann drehen wir das Reel, das dann gepostet wird, zu der Flasche. Das Programm von der Lasermaschine eigentlich. Und zwar haben wir das Design zuerst mal im Illustrator gemacht und dann als Vektorgrafik gespeichert. Und man sieht jetzt hier das ganze Interface vom Programm. Auf jeden Fall zieht man dann die Vektorgrafik hier rein, stellt das alles so ein, skaliert es auf die richtige Größe, auf die richtige Position. Und dann hat man eben gewisse Einstellungen, die man machen kann. Wir haben die auf der rechten Seite zum Beispiel die Stellung über den Laser an sich. Wie dass er das Ganze in die Flasche reinlasert. Hier auf der linken Seite haben wir Einstellungen zum Hatch, also wie dass die Fläche vom Design, die schwarze Fläche, die ihr hier seht, ausgefüllt wird vom Laser. Ihr könnt euch vorstellen, die Flasche die ist rund, die hat die Bügung. Wenn man sie jetzt ganz normal
von oben ablasern, wird es eine Verzerrung geben. Und darum braucht sie Rotary-Mark-Einstellungen, wo die Flasche in der Konstruktion innen dann immer nach einem günstigen Zeitpunkt um eine günstige Distanz mitdreht, dass am Schluss sozusagen der Laser immer gerade auf die Oberfläche trifft. Das ist eigentlich das, und wenn man das dann so eingestellt hat und die Flasche montiert hat in der ganzen Konstruktion, dann kann man dann hier einfach auf den Startknopf drücken und dann geht das Ganze los. Und jetzt zeigen wir euch schnell, wie man das Ganze einspannt. Das ist jetzt eine fertige Flasche. Das Ganze lösen wir vorsichtig aus der ganzen Halterung raus und haben dann hier die fertige Flasche. Wie gesagt, das Ganze dreht sich ja mit. Und wenn die etwas schräg ist, dann gibt es nachher Unebenheiten. Und das kann man schön überprüfen, wenn man es da dreht, wenn alles passt soweit. Der Laser ist auch schon alles eingestellt, also wir haben im Vorhinein schon alles gemacht bei der ersten Flasche. Genau, die Punkte, das sind die Fixierungspunkte. Das Wichtige ist, dass die drei alle zusammentreffen zu einem kleinen Punkt. Und auf dieser Höhe, wo die Punkte eben zusammentreffen, ist der Laser scharf. Und das ist jetzt genau auf der Oberfläche, wie man sieht, von der Flasche. Und jetzt kann man das Ganze starten. So, dass man jetzt reinschauen kann, was passiert beim Laser, braucht man die Brille. Die muss man anlegen, weil der Laser kann schädlich sein für die Augen, wenn er irgendwo gespiegelt wird oder so. Durch die Kamera macht das natürlich nicht, sonst würde ich es euch nicht zeigen gerade. Und dann ist, wie man hier sieht, das ganze per Laser-Ding einfach ganz normal. Die Flasche am Ritzen. Nach und nach, bis dann das Ganze fertig ist. Es geht jetzt ca. 5 Minuten und dann ist die Flasche durch. Wir haben gerade den ersten Teil vom Video, vom Reel, den wir posten, zu der Flasche gemacht. Für das haben wir sie ein bisschen dunkel gemacht und es ist extra Licht mitgenommen. Es blendet auch ziemlich. Ja, die Flaschen sind allgemein sehr gut gekommen, wir haben jetzt gerade alle durch. Wir sind sehr zufrieden, wirklich. Vielleicht kannst du kurz zeigen. Es ist wirklich krass, wie genau die einfach ist. Die Kanten sind so scharf und es sind alles, es hat so eine richtige spezielle Optik durch so ein, ich weiß nicht wie gut man es sieht, aber es ist so eine Rillenoptik. Jetzt machen wir noch die allerletzte. Wir haben es nicht geschafft, um den zweiten Teil wahrscheinlich aufnehmen, nachher, weil es schon wieder dunkel wird. Aber das machen wir morgen. Ich muss jetzt so wie ja, ich hab ein Ticket und ich fahr. Wir sind zurück. Wir haben es geschafft. Am Morgen. Am 7. Uhr sind wir auf, 8 Uhr abgefahren. Jetzt ist 7:30 Uhr am Abend. Wir sind auch geschafft. Ich weiß, aber ich habe die Kamera. Ja, wir haben unser Ziel erreicht. Die Flaschen sind geil gekommen und jetzt freuen wir uns sehr. Hilfe, nur noch einen frischen Vlog. Ich mach's ruhig. Warte, gib mir das. Und oh, Scheiße. Oh nein, Mann. Ziel. Ja. So, es ist jetzt der nächste Tag. Gestern haben wir es nur geschafft mit dem Filmen vom zweiten Teil vom Werbevideo draussen. Darum machen wir das jetzt. Wir sind im Wald. Es hat sehr viel geiler Schnee gegeben. Und ja, jetzt probieren wir es noch kurz. Wir hoffen, die Sonne kommt noch ein bisschen. Dahinter kommt Selma und Michelle. Dann schauen wir, wie das kommt.